Willkommen zurück bei Alan Wake. Wir werden von der Polizei und der Dunkelheit verfolgt. Von den Besessenen. Und haben hier jetzt eine kleine Höhle. Wer auch immer dort diesen Generator hingestellt hat. Was steht da? Walk in Light. Ja, das wäre schön, wenn ich das könnte. Wer auch immer diese Texte dort schreibt. Jetzt müssen wir uns wieder in die Dunkelheit hinauswagen. Und ich würde so gerne mich umschauen, aber ich kann nicht. Wegen den Herrschaften, die mir hier auf den Fersen sind. Ist hier bitte eine Pistole? Oh Gott, lass mir doch mal bitte eine Pistole finden. Nur Blendgranaten. Okay, dann... Wirf mal bitte eine. Dankeschön. Boah. Autsch. Ja, so. Mehr kann ich nicht tun. Oh, ich vergesse bestimmt hier jetzt tausend Sachen links und rechts. Kann ich hier bitte das Messer mal aufnehmen? Das frage ich mich, warum ich keine Art von Nahkampf... Oh, bitte, jetzt ist aber mal genug hier. Ich kann ja nicht mehr schaden, ne? So. Habe ich jetzt Ruhe? War es das? Kann ich mich umschauen? Nein, da kommen sie wieder. Tja, falls ich jetzt irgendwas verpasst haben sollte an Secrets, an Manuskriptseiten oder Teekannen oder dergleichen, gebt mir eine Waffe und ich suche, aber mit zwei Blendgranaten bewaffnet alleine möchte ich das nicht tun. Ich hoffe, ihr versteht das. Das ist bestimmt nichts, sei es nicht. Sie haben die Radiostation gefunden, das war wichtig. Apropos, das ist wichtig. Guck mal, hallo. Nö. Oh, ich hab was für dich. Okay, da ist das Licht. Der stand dort aber schön auf dem Präsentierteller, das muss ich schon sagen. Das war ganz angenehm. Komme ich hier hoch? Nicht hier hochklettern? Ach nö, natürlich nicht. Bestimmt kann ich einfach durch das Tor gehen, ne? Natürlich. Warum einfach, wenn's... Auf der Main würde mir ein Auto leihen. Vielen Dank für diese mitfühlende Stellungnahme, Lorna. Er ist auf jeden Fall nicht gerade auf der Seite von solchen... Ich verstehe es auch völlig. Also ich... Was, bitte? Ich meine, das sind auch normale Arbeitner. Mehr oder minder Arbeitner. Also nicht jeder ist arbeitend, aber das liegt vielleicht auch eher am System als an ihrer Einstellung. Aber das sind normale Mitbürger wie jeder andere und ist... Wenn ich mir die Wohnungen angeschaut habe, beziehungsweise diese Bungalows oder diese Wohnwagen, die dort hatten, das ist schon echtes Häuschen, was die zum Beispiel die Rose da hatte. Also das ist jetzt nicht gerade irgendwie was Schlechtes. Na gut. Hier komme ich nicht rein. Hilfe. Noch hat er uns nicht gesehen. Hier komme ich nie rein. Hallo. Das ist aber eine Überraschung. Der berühmte Schriftsteller Alan Wake ist gerade reingekommen, als er bei mir ein Interview gibt. Hallo. Sie, Mr. Wake. Ah, ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen, Mr. Wake. Sie sitzen in der Falle, Dan Brown. Gehen Sie weg von Maine. Lassen Sie ihn. Hey, 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 immer mit der Ruhe. Stecken Sie die Waffe weg. Wir sind doch alle Freunde, oder? Kommen Sie runter, Nightingale. Wir haben ihn. Go!
Großer Gott! Was ist denn bloß los mit Ihnen? Da drinnen ist ein Zivilist! Wow! Okay, was ist mit dem falsch? Ich krieg sie schon noch! Und wenn ich dabei draufgehe, kapiert? Ja, sie kapieren schon, H.P. Lovecraft! Ich war schon so viele Klippen heruntergefallen. Kommt davon, wenn man sein Buch The Sudden Stop nennt. Es war ganz gut, dass ich May nicht erzählen konnte, wo ich hin wollte. Ich musste die Cops loswerden und das Bergwerk selbst finden. Ich finde super cool, dass er diese ganzen Anspielungen auf die ganzen anderen großen Schriftsteller, Lovecraft und dergleichen. Das finde ich so cool. Das ist so gut gemacht. Das sind so kleine Details, die machen, ich weiß nicht, wie viel Arbeit die machen. Ich bin kein Programmierer und Storyschreiber und dergleichen, aber die machen so viel aus in diesem Spiel. Solche kleinen Details, die machen so viel Tiefe aus. Und ja, was der für ein Problem hat, frage ich mich, dass der sofort losballert. Der will uns tot sehen. Warum? Warum will er uns tot sehen? Was hat Nightingale mit uns zu schaffen? Nightingale starrte durch das kaputte Studiofenster in den dunklen Wald. Er drehte sich um und wollte nach draußen, doch Maine griff nach seinem Arm. Mann, sie hätten mich beinahe erschossen. Man legt nicht einfach so auf einen Menschen an. Was ist ihr Problem? Nightingale riss sich los und ging nach draußen. Auf seinen Wangen brannten Zorn und Erniedrigung. Er steht da hinten, sich um und mich bei... Ach, das ist, glaube ich, das sind Abschnitte. Hier links und rechts seht ihr dieses so ein bisschen verwaschen. Das sind so Abschnitte dieses Textes. Cool. Da vorne fahren Leute. Ein Zug. Und ein Wasserturm. Das könnte ein Hinweis auf dieses Bergwerk sein. So ein Wasserturm ist, das sieht aus wie eine Bergsiedlung dort hinten. Hallo? Das ist zum Beispiel auch gut gemacht. Diese kleinen Geräusche in der Dunkelheit im Wald, dieses Knacken und Knistern. Diese natürlichen Waldgeräusche, die am Tage so eine schöne Waldatmosphäre schaffen. Und in der Nacht... jetzt kommen die schon wieder. Davon ist ein Generator. Schnell, Ellen. Oh, natürlich. Okay, Leute. Ich brauche mal ein bisschen... Oh Gott, 3 Stück. Gib mir mal ein bisschen Zeit. Vorne hat was geleuchtet. Was bist du? Was leuchtet da? Da muss ich gleich mal hingucken. Na, Revolver, ich bin so happy. Jetzt kann ich wieder erkunden gehen. Ich habe zwar nur 18 Schuss. Aber 18 Schuss sind besser als nichts. So, ich muss nach dort. Ich werde jetzt mal schauen, was dort hinten geleuchtet hat. Ach, nur der... Du mich auch. Wow! Ich möchte nicht unnötig rumballern. Vor allen Dingen, wenn diese Viecher, wenn ich hier kurz vor der Lampe bin. Wow! Es ist auch interessant, dass die verschwinden, wenn ich ins Licht trete. Das hat so ein bisschen diesen... Also es erzeugt bei mir den Verdacht, dass die Dunkelheit... ...in Ellens Kopf ist. Alter Finne. Okay. Und los geht's. Oh, Ich würde so sterben, wenn ich das machen müsste. Wow, 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 wow. Leute, 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 Leute. 3 Stück, ihr habt doch ein Problem. Richtig schlimm wäre es, wenn man plötzlich einer sich davon nicht abgeschreckt fühlen würde. Die Musik ist auch gerade super treibend in diesen Kämpfen. Na gut, dann mal flinke Füße. Da ist er wieder!
Der war noch da. Okay, das ist interessant. Warum war der noch da? Warum waren die noch da die ganze Zeit? Ich habe noch 9 Schuss. Ich muss mich ein bisschen haushalten. Merkwürdigerweise waren die Arbeitslampen der Energiefirma noch hier. Fast schien es, als habe man sie für jemanden wie mich hier gelassen. Okay, in dieses Haus soll ich. Hier herrscht gerade Ruhe. Ich vergesse, also ich muss gerade sagen, ich stehe gerade so ein bisschen unter Stress durch das Spiel, sodass ich wenig mich umschaue. Hallo, warum gehst du aus? Mal wieder an. Okay. Was steht hier? The Darkness controls was? The Taken. Du Scheibenkleister. Ja, später. Alter, was bist denn du für ein Riese? Ah, das sind diese ganz großen Viecher. Wow. Au, 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 au. Hilfe! Schnell die Waffe nachladen, da stimmt was. The light. In light you can hurt them. Ja. Oh nein. Ich muss das kurz hier abschießen. In light they can hurt. Oh Gott. Schnell Licht an. Schausteller. Schön. Achievement. Da war ich diese ganzen Teile mal abschieße. Wow, 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 wow. Ist hier noch irgendetwas? Da vorne leuchtet eine Manuskriptseite. Lad mal bitte nach, Ellen. Lad auch mal das bitte nach. Der Motor des Bulldozers sprang tosend an. Matsch und Steine flogen, als er sich in Bewegung setzte. Er traf die Mauer und landete schwer im Freien. Wäre er ein Tier gewesen, hätte er den Kopf geschüttelt, die Augen auf mich gerichtet und angegriffen. Natürlich besaß er weder Kopf noch Augen. Schatten huschten über seine Gestalt, verformten ihn zum Monstrum. Dann griff er mich an. Na, das baut ja auf. Ein Bulldozer. Natürlich. Warum nicht? Wenn es weiter nichts ist. Ah, da kommen sie schon wieder. Aber oh, bitte ein Licht an. Ja, dass dieses Licht, das Licht halt kurzzeitig auch alle Dunkelheit um mich herum verscheucht. Also auch alles, was vielleicht noch im Wald auf uns wartet, ist schon ein seltsames Zeichen, finde ich. Nimm mal das bitte mit. Ich entschuldige mich gerade für die leichten Lags. Ich habe eine ungefähre Vermutung. Ellen, lauf. Hier ist eine Seite. Nimm die mit. Ich lese mir gleich durch. Ich laufe ins Licht. So. Oh Gott, geschafft. Lass mal wieder eindecken hier. Sarah vertraute ihrem Bauch und der sagte ihr, dass Agent Nightingale ein Arschloch war. Etwas an ihm stimmte nicht. Und zwar nicht nur die Alkoholfahne. Etwas daran, wie er mit der Marke wedelte, auf seinen Rang pochte, an dem Blick, wenn er antworten wollte. Wo war Alan Wake?
Wie war das mit dem Unfall? Wo steckte seine Frau? Und vor allem, wieso hatte sie Wake gehen lassen? Ihre Fragen ignorierte er. Bundesangelegenheit, sagte er nur. Tja, der ist wirklich seltsam. Und ich schätze einfach mal, dieses Ruckeln kommt daher, dass meine Platte voll ist. Und mein Aufnahmeprogramm mir das gerade signalisiert. Es passt doch gerade mit der Zeit ganz gut. Ob wir herausfinden, was Nightingale denn an uns gefressen hat, das erfahren wir vielleicht schon in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann. Tschö, tschö.